Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. So. Wir haben ja jetzt quasi... Da ist noch ein Schaden dran. Quasi jetzt sozusagen unsere zweite Fabrik oben eröffnet, damit wir jetzt auch mal ein bisschen an Kohle kommen. Sah zwar zu Anfang ein bisschen knapp aus, aber wir halten uns jetzt hier eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir... Komm, die letzten zwei fehlen mir noch. Das kostet... Oh, 3000. Kein Wunder, dass mir das Geld ausgegangen ist. 3600. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Wenn man mal so bedenkt, ein Tausender kostet ein Jet. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Das ist schon ein bisschen krass. So, das Ding ist fast im Eimer. Hier kann ich nochmal reparieren. Eine Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Okay, jetzt haben wir auch die Zeitbombe. Mit der Zeitbombe können wir doch erstmal... Wählen. Ein bisschen Bums machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wo ist einen schönen Tag noch? Das fehlt mir. Ziel wählen. Dein Ernst jetzt hier? War das jetzt wirklich dein Ernst, mir hier meine Verteidigung wegzuhauen? Da kommt er hier wirklich mit den Artilleriegeschossen an, ey. Eieiei. Ja, wir haben aber immer noch nicht genug Kohle. Jetzt muss ich hier die Verteidigung wieder aufstellen. Wird gebaut. Proton-Collider wollte ich eigentlich aufbauen, aber... Wohin am besten? Am besten hier unten hin. Weil der nervt mich hier mit den Panzern eigentlich schon die ganze Zeit. Avenger einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Ich werde dann wohl wahrscheinlich noch einen Avenger mitnehmen. Techniker in Position. Genau wie im Labor. Der ist auf Angst. Deswegen rutscht der auch immer weiter hoch. Hallo? Lass dich mal reparieren. So, was mir das Bonusziel bringt, weiß ich aber auch noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir nochmal zwei neue Javelins. Besser ist es. Javelin einsatzbereit. Na, komm. Javelin. Los, los. Runter. Javelin einsatzbereit. Zeitbombe bereit. Vorsichtig. Runter. So, Zeitbombe. Hier ist ja eigentlich alles im Eimer. Position wählen. Ziel wählen. Was er davon hält. Stimmt nicht viel, aber... Okay, er hätte die Panzer wegfahren müssen. Selbst schuld. Sollen wir den Feind einheizen? So, dann ein Harbinger hier, ein Harbinger hier und dann werde ich nochmal zwei Cryocopter hier, zwei Cryocopter da. Dann machen wir halt so die Armeeaufstellung. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben für jeden etwas dabei. Ja, die Einheit kann sich aber gut selbst verteidigen noch. Krieg ich gleich sogar noch den anderen Verteidigerbonus. Unzureichende so, Mittel. Hast du schon repariert? Nee. Na gut. Hier ist jetzt nichts weiter. Cryogeddon bereit. Also das Gute ist, dass sie schon auf Max sind. Unzureichende Alle Systeme Mittel. Bereit. Ich brauche halt deutlich mehr Kohle. Das Ding hier ist auch schon so gut wie ausgelutscht. Da hinten hatten wir ja nur das Krankenhaus. Na gut, wollen wir mal gucken. Unzureichende Mittel. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier gleich den Erdboden gleich.
Das dürfte eigentlich am besten passen. Aber die zwei Harbinger will ich auf jeden Fall schon mal haben. Harvester? Nee, Haarbringer. Unzureichende Mittel. Halt ein Gunship. Ist halt wie der Flugzeugträger bloß für die Luft. Präzisionsangriff bereit. Ziel so, wählen. So. Wir frieren hier einfach mal alles ein. Position wählen. Unzureichende Mittel. 3, 2, 1, jetzt. Ziel wählen. Und los. Reicht nicht. Ja doch, das hat's noch gut mit erwischt. Ja, wir sind hier. So, vier sind fertig. Hier fehlt noch immer einer. Das heißt, alle Systeme bereit. Euch aus. Abgebrochen. Harbinger einsatzbereit. So. Ihr seid jetzt meine Armee. Stell euch mal kurz auf aggressiv. Sicher. Und dann wollen wir mal losfliegen. Die haut aber gut rein. Seht sie euch an. Eine Einheit wird angegriffen. Erledigt das Pack. Wunderbar. Auf sie mit Gebrüll. Ich bring den Müll raus. Na, dann bring mal den Müll raus. So, für jede Lieferung ein bisschen mehr. Eine Einheit wird angegriffen. So. Hauen aber auch gut rein. Sehr gut. Necki ist gleich weggeschossen. Die Zäune gleich mit dazu. Warum auch nicht? Eine Einheit wird angegriffen. Also solange du jetzt keine Rocket Angels brauchst, ist es eigentlich wurscht. Ich kann endlich mit den Harvest dann loslegen. Zeitbombe bereit. Ja gut, dann ihr dürft wieder zurückfliegen. Okay, sind unterwegs. Na dann. Ich bin bereit. Und ihr dürft Feierabend machen, genau. So, dann baue ich mir einen Ingenieur. Ausbildung. Und einen Prospektor. Allzeit bereit. Wird gebaut. Gut, dann hauen wir uns den nächsten raus. Und wie kann ich du helfen? Darfst ich da rein. Die Pläne hier. Dann fang schon mal an zu laufen. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Schöner Tag heute. Umsehen brauchst du dich jetzt nicht gleich. Cryogeddon bereit. So, hier ist ja eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ziel außer wählen. Mal hier so. So Ziel und wählen. Dann. So. Position und. Wählen. So. Wie fehlt denn wieder die Zahl? Und weg. Sehr gut. So, Ingenieur und Co. sind unterwegs. Stimmt, ich kann ja hier schon vorbauen. Jetzt bin ich gerade voll auf den Russentrip noch. Da wird es ja dann erst aufgebaut. Hier kann ich sie kaufen und dann gleich hinsetzen, wenn ich das Geld dafür habe. So, dann machen wir uns nochmal ein, zwei fette Gumpships. Ich bin bereit. Vorrücken, bin unterwegs. Verstärkung. Vorsichtig. Okay. Was ist zu tun? Geld wäre mir lieber gewesen. Ungeeigneter Bauplatz. Warum? Bau ach, weil der noch nicht fertig war. Deswegen. Ich bin bereit. Ja, dann geht ihr erstmal hier rein. Bereit. Da drin haben wir Deckung. Da rein. Naja, das
hilft mir jetzt nicht so wirklich. Gut. Seid ihr irgendwo eine Party? Ne, die Party, die steigt immer zu Hause. Unzureichende Mittel. Grünes Licht, Jungs. Jetzt wird aufgeräumt. Ja, dann räum mal auf. Bin mal gespannt. So, das knallt das schon. Gleich die nächste weg. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Alle Systeme bereit. Okay. Präzisionsangriff bereit. Ja, mir ist alles recht. So, dann dürft ihr erstmal wieder nach Hause. Ausbildung unterbrochen. Abgebrochen. Dann den nächsten Ausbildung. Ingenieur. Die bessere Zeitbombe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so genug ist. Ah, bis jetzt kommen wir mit den Harvestern eigentlich ganz gut durch. So, du darfst jetzt hier rein. Stimmt, jetzt habe ich vergessen, den Prospektor zu bauen. Weil das Ding will ich mir ja auch nochmal holen. Bringt zwar nicht mehr viel Geld ein, weil die sind ja schon leer. Aber 78, ne, auf Dauer gesehen. Doch, bringen sie noch ein. Na, hier haben wir noch ein bisschen was drin. Cryogeddon bereit. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Okay, hier wird noch auf alles Mögliche geschossen. Können wir hier mal Ingenieur. Sehen wir uns mal um. Und du darfst dich dann hier oben hinstellen. Sofort! Alter, eine Erzmine ist fast ausgebeutet. Wird gebaut. Dann baue ich noch eine neue. Bis jetzt haben wir ja noch Ruhe, also dem ist er wohl wahrscheinlich auch das Geld ausgegangen. Hat er halt alles in den Angriff gesteckt. Und jetzt kann er halt auch nicht mehr viel machen, außer sich selbst zu verteidigen mit dem restlichen Geld. Was gut für uns ist, ne? Bau abgeschlossen. So, der ist gleich da drin. Feindliches Gebäude erobert. Verstärkung. Wir werden den Weg verteidigen. Dort verschanzen wir uns. Da drin haben wir Deckung. Ah, dann dürft ihr da reingehen und... Was ist Mädchen, zu tun? Du darfst da Geh reingehen. Geh jetzt rein. Das bringt mir nicht so viel, aber... Hallo, naja. Zentrale. Ja, hallo. Ich nehme die Pläne an. So, dann schauen wir mal. Eigentlich könnte ich das ja schon längst wegspringen, ne? Aber... Wir können ja hier Position einfach mal ein bisschen wählen. Was wegspringen. Hallo, Zeitbombe. Tut mir so leid. Und einen schönen Tag noch. Ach so, jetzt. Die hat aber auch ordentlich Rums gehabt. Ziel wählen. Na, zwei sind umgeflogen, aber mehr auch nicht. Ne, ich denke mal, das war's jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Prospektor, was sollen wir erledigen? Der wäre eigentlich auch schon. Feindliches Gebäude erobert. Verstärkung erhalten. Bonusziel erreicht. Wird gebaut. Eine Erzmine ist ausgebaut. Ich bin bereit. Eher was anderes. Dort verschanzen wir uns. Archer Maiden. Und du darfst. Lass das regnen! Auf den Feind! Okay. Schnell! Und nochmal. Habe verstanden. Gut. Denn. Da drin haben wir Deckung. Wir dürfen nicht zögern. Unzureichende Mittel. Archer ist einsatzbereit. Ja, wir sind hier. Gut. Dann stelle ich euch nochmal einmal auf aggressiv Roger. Und so mag ich das. Macht alles weg. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das knallt gleich. Wunderschön. Und die meisten können sich noch nicht mehr richtig wehren hier. Was sie da unten wohl denken? Ich weiß nicht, was sie da unten denken. Seht sie euch an! Eine Einheit wird angegriffen. Schlachtfeld erweitert. So, und... Neues Einsatzziel erhalten.
Überwältigen Sie Shinzo mit unserer Cryotechnologie und bringen Sie ihn in unser militärisches Internierungslager. Okay. Ach, hier oben geht's weiter. Na gut. Position wählen. Schauen wir mal. Präzisionsangriff bereit. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ziel wählen. Geht das auch so? Feindliche Einheiten entdeckt. Das wäre ja jetzt über OP. Nee, so geht das leider nicht. Harbinger. Okay. Ich weiß nicht. Aggressiv. Ich stelle euch erstmal auf defensiv. Und dann flattern wir mal mit allen los. Verstanden. Aha. Erledigt das Pack. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Einheiten zum Teufel. So, dann wollen wir hier einfach mal ein bisschen was wegknallen. Ich bring den Müll raus. Na, dann bring mal den Müll raus. So, die Hälfte der Armee ist schon wieder weg gewesen. Okay, sind unterwegs. Das ist schon mal gut. Schon unterwegs. Flattern wir mal weiter. Eine Einheit wird angegriffen. Sie wagen es, unser heiliges Land zu entweihen. Oh, oh, oh. Erledigt das Pack. Wo sind denn meine Harbinger hier? Was machen die denn hier hinten? Die meisten. Wird gebaut. Wird gebaut. Ich liebe dieses Geräusch. So. Hier ist die Produktionsstätte, hier müssen wir mal. Shinzos Palast sofort einstellen. Wir brauchen ihn lebend. Ja, sorry. Eine Einheit wird angegriffen. Ultrazeitbombe bereit. Position wählen. Einfach hier sitzen. So. Einheit verloren. Unzureichend. Können wir den Feind einhalten? Satellitenüberwachung bereit. Ziel wählen. Na, klappt das? Alter Kreis. Ah. Das hat gut gesessen. Na kommt. Worum geht's? Sicher. Okay. Verstanden. Wieder auf defensiv. Roger, soll mir recht sein. Unzureichende Mittel. Ja? Ich bring den Müll raus. Dann bringen wir weiter raus. Zieh euch an. Ich bring den Müll raus. Okay. Und den da hinten noch. Von mir aus. Gut. Sicher. Okay, positiv. Heißt, alle Systeme bereit. Den könnte ich mal abbrechen. So, das ist jetzt nur noch ein Einzelner und die anderen verfolgen wir noch. Oh, dann kommt, verfolgt mal. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Das war schlecht. Aber gut. Nicht weiter schlimm. Wird gebaut. Jetzt brauche ich erstmal hier wieder Abfangjäger. Weil die zwei, die müssen weg. Die haben Harvester auf dem Gewissen. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Harbinger einsatzbereit. Der Himmel sieht gut aus. Probieren wir mal. Zwei gegen ein. Verstanden. Wir haben sie. Die Einheit wird angegriffen. Mach sie fertig. Okay, hat geklappt. Feinde auf dem Hart. Und nachladen. Zurück. Unterbrochen. Abgebrochen. Abgebrochen. Präzisionsangriff bereit. Wird gebaut. Nee. Abgebrochen. Zwei brauchen wir nur und wird gebaut. Zwei. Wir können den Cryostrahl auch mitnehmen. Unzureichende Mittel. Schade, dass wir die Cryo-Legionäre, die mir in den Sowjet-Missionen zweimal den Kopf gekostet haben, nicht hatten. Hätte ich gerne hier reingesteckt. Zumal die können ja dann auch Luft angreifen und die dann schön runterziehen. Unzureichende Mittel. Aber na gut. Ja, immer noch unzureichende Mittel kommen. Wir brauchen das hier eigentlich nicht mehr. Machen wir ein paar Systemtests. Ja, machen wir Systemtests.
Brauche ich sonst noch was nicht? Nein, ich habe eigentlich nichts gebaut, was ich nicht brauche. Unzureichende Mittel. Ist halt so ein bisschen blöd. Reparatur läuft. Aber wir haben ja jetzt sowieso freigeräumt. Wir laden Ihre Befehle. Ich bin hier oben sicher, oder? Vielleicht hilft absoluter das ja schon. Nullpunkt. Keine Bewegung. Unzureichende Mittel. Vielleicht kommt da aber gleich nochmal was. Bereit. Ich weiß es nicht. Klettern wir einmal rüber. Armee haben wir ja soweit besiegt, also da dürfte eigentlich nichts weiter kommen. Feindliche Einheiten entdeckt. Oha. Ja, das wird ewig dauern. Ziel wählen. Dann frieren wir halt nochmal so mit weg. Ja, wir sind hier. Der sieht unterkühlt aus. Es sieht ein bisschen kalt aus, aber es reicht noch nicht. Machen wir ein paar Systemtests. Okay, brauchen wir ordentlich was. Wollen wir den Feind einheizen? Cryocopter, hallo? Schicke ich die nächsten zwei Cryocopter los. Da kommen sie auch schon. Unzureichende Mittel. Ja. Einsatzziel erreicht. Also. Was ist das für ein Trick? Sie entehren nur sich selbst mit derartigen Hexereien. Unzureichende Mittel. Schießen Sie los. Grünes Licht, Jungs. Neues Einsatzziel erhalten. Oh, wir sind hier. Das cool ist bleiben, Leute. Die Temperatur sinkt. Mal sehen, wie das funktioniert. Der sieht unterkühlt aus. Das ist mies. Ich muss näher ran. Und ich habe so gut wird wie gebaut. Fast keine Kohle. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Vielleicht irgendwo eine Party? Wo habe ich ihn bereit? Da? Die werden nichts spüren. Einsatzziel erreicht. Ah, ich habe den Transporter gefunden. Okay. Unzureichend. Ihre Ehrlosigkeit ist maßlos. Sie nehmen mich mit ihren Tricks gefangen. Ja, muss ich ja. Heute haben sie einen großen Krieger bezwungen. Obwohl ich ihm nachtrauere, weiß ich, dass Japan einen Schritt näher ist zu Frieden und Stabilität. Unzureichende Mittel. Mission erfolgreich. Na gut, das Geld ging uns ein bisschen aus, aber es ging klar. Gut, gucken wir mal. Sie haben nichts verloren, Commander. Shinzos Armeen haben sich Tatsu angeschlossen. Die Region ist jetzt also gesichert. Es gibt allerdings noch einige andere Shogune, die noch nicht bereit sind, die Waffen zu strecken. Obwohl Shinzo besiegt wurde, hat der Kriegsherr Kenji in Osaka nun den Befehl über dessen Truppen. Tatsu wird Sie über alles Weitere informieren. Achten Sie auf sich, Sir. Kenji war immer arrogant. Aber ich hätte nie gedacht, dass er mich verraten würde. Er dürfte ein weitaus schwierigerer Gegner sein als Shinzo, da er weiß, was man unter moderner Kriegsführung verstehen muss. Mit neuester Technologie wird er seine Position verteidigen. Seine schwergeschützte Hightech-Festung vor den Toren Osakas. Ihn zu unterschätzen hätte fatale Folgen. Kenji mag maßlos arrogant sein. Aber machen Sie einen Fehler. Sind Sie tot. Der ehemalige Shogunatskommandeur Kenji Tensei hat sich in sein Hauptquartier in Osaka zurückgezogen. Holen Sie ihn dort ab. Lebend. Neutralisieren Sie die Nanoschwarmstellungen, die Kenjis Hauptquartier abschirmen. Treiben Sie Kenji irgendwie aus seinem Versteck. Sobald er geortet ist, ziehen wir ihn mit unserem Chronosphären-Netzwerk aus dem Verkehr. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand der loyalen Truppen des Commanders. Viel Glück, Commander. Gut, aber wir machen hier nochmal an der Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.